Liebe Freunde des Qualitätsjournalismus, ich habe eine Antwort auf meine dritte Presseanfrage von gestern erhalten. Heute ist der 10. August. Am Sonntag war ich fleißig und habe 5 Presseanfragen gestellt. Die dritte, wie gesagt, hiermit beantwortet. Erstens, bitte teilen Sie mir mit, wie viele Personen im Gesundheitsamt mit der Kontaktnachverfolgung beschäftigt sind bzw. waren. Antwort: aktuell 8, in Spitzenzeiten bis zu 50 Ermittler, unterstützt von 10 Schreibkräften, mobilem Abstrichteam, Bearbeitern, Corona-Mail etc. Insgesamt waren bis zu 100 Mitarbeiter involviert. Zweitens, ich lese es übrigens gerade selbst zum ersten Mal. Zweitens, in wie vielen Fällen der Kontaktnachverfolgung konnte nachweislich eine Weiterverbreitung unterbunden werden? In wie vielen Fällen steckten sich weitere Personen im Umfeld bzw. nach Kontakt mit einem positiv Getesteten an? Antwort: Das höchste Infektionsrisiko besteht immer für die ermittelten engen Kontaktpersonen Kategorie 1. Dazu hatte ich in meinem vorherigen Video einen Link gesetzt. Es gibt also eine ausführliche Beschreibung, wie mit Kontaktpersonen diverser Kategorien umzugehen sei, von Seiten des Gesundheitsamtes. Deshalb ist es wichtig, neben den nachgewiesenen Infizierten auch deren enge Kontakt abzusondern, um eine Weiterverbreitung darüber hinaus zu unterbinden. Also, wer nachgewiesen infiziert ist, also einen positiven Test gemacht hat, der wird abgesondert und die ganze Familie wird mit abgesondert. Das lese ich aus dieser Antwort. Es ist im Erfassungsprogramm nicht filterbar, wie viele Personen bereits in Quarantäne waren, als sie krank und positiv waren. Es liegt am Erfassungsprogramm. Alles klar. Wie viele Anordnungen auf Absonderung in Klammern Quarantäne sind bis zum heutigen Tag durch das Gesundheitsamt ergangen? Durch den Infektionsschutz 3242 Quarantänebescheide plus Bescheide der Abteilung Verwaltung, in Klammern anfangs Kita-Schule, dann Reiserückkehrer, dazu wurde keine Statistik geführt. Halleluja, sind wir gut in Dresden. Was wir nicht wissen wollen, erfassen wir einfach nicht. In wie vielen Fällen wurden Anordnungen auf Absonderung erteilt, ohne dass positive Testergebnisse vorlagen, sondern nur ein Verdacht bestand? Antwort: Abgesondert werden positiv auf SARS-CoV-2 getestete Personen und deren enge Kontaktpersonen Kategorie 1 nach RKI. Für letztere liegt in der Regel kein positiver Test vor. 641 positiv Getestete, der Rest Bescheide sind Kontaktpersonen oder Reiserückkehrer aus Risikogebieten bis zum Vorliegen eines negativen Testergebnisses. What the fuck? Bis jetzt ist man davon ausgegangen, dass eine getestete Person nach 14 Tagen wieder gesund ist. Und jetzt müssen Menschen, bei denen der Verdacht besteht, nachweisen, dass sie ein negatives Testergebnis haben, auch wenn sie vorher 14 Tage in Quarantäne waren. Das ist doch der Wahnsinn. Ich gehe weiter. Fünftens, in wie vielen Fällen sind Betroffene jeweils in Widerspruch gegangen? Uns ist bisher ein Fall bekannt. Sechstens, in wie vielen Fällen wurde die Einhaltung der Quarantäne durch die Behörden kontrolliert und in welchen Abständen? Antwort: Es erfolgten telefonische Kontakte durch Mitarbeiter des Gesundheitsamtes. Circa 3-mal während der Quarantäne der positiven Fälle, Kontrolle der Kontaktpersonen erfolgte nicht. Siebtens, in wie vielen Fällen war dazu ein Betreten der Wohnung nötig? Unsere Abstrichteams waren teils zu Testungen bei weniger mobilen Personen Betroffenen vor Ort. Ein Betreten der Wohnungen auf richterliche Anordnung war nie nötig. Achtens, in wie vielen Fällen haben die Betroffenen den Zugang zur Wohnung verweigert, sodass polizeiliche, ordnungsrechtliche Maßnahmen nötig waren? Siehe oben, selbsterklärend. Neuntens, in wie vielen Fällen sind die Betroffenen dagegen in Widerspruch gegangen bzw. haben sich rechtlich dagegen gewehrt? Siehe oben. Also, die Menschen, die in Quarantäne geschickt wurden, wurden in aller Regel telefonisch kontaktiert. Alte Menschen wurden zu Hause getestet und in allen Fällen, die ich jetzt hier aufgezählt habe, ist nur ein Mensch in Widerspruch gegangen gegen
eine Quarantäneanordnung. Damit das Video nicht zu lang wird, mache ich hier gleich Schluss und würde mich über ein bisschen Feedback freuen. Gebt euch mal einen Schwung, sei es ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Seid mal nicht so faul, macht mal ein bisschen mit hier. Faule Bande. Pfiat's euch!